Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Firma Janssen aus Oberried produziert Bauteile aus Stahl und Kunststoff. Aus ihrem Stahl- und Edelstahlprofil produzieren Metallverarbeiter z.B. Fenster- und Türrahmen. Mit digitalen Zusatzleistungen wird Janssen ihren Abnehmern jetzt neue Möglichkeiten bieten. Ein Studierendenteam von der Ost hat darum für das Unternehmen ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Die Firma Janssen hat dem Projektteam den Auftrag gegeben mit der patentierten Portanet-Lösung, die aus 3 Komponenten besteht, aus dem QR-ID-Tag, aus dem Sensor und der Webplattform, ein Geschäftsmodell zu erarbeiten. Portanet ist ein von der Janssen mitentwickeltes System aus digitalen Etiketten und Sensoren. Die messen, wie oft ein Fenster oder eine Tür auf- und zugemacht wird. In ihrer Arbeit zeigen die Studierenden auf, wie neu auch die Fenster- und Türbauer die Daten gewinnbringend nutzen können. Wir sind so vorgegangen, dass wir am Anfang zuerst das Geschäftsmodell aufgebaut haben, basierend auf 3 Pfeilern. Auf der einen Seite haben wir eine Datenplattform. Darauf aufbauen ist die vorhersehbare Reparatur- oder Wartungszyklen und das Energiemanagement. Das haben wir dann genommen, mit den Kunden von ihnen dann validiert durch Interviews. 13 kleine bis mittlere Metallbauunternehmen hat das Team befragt. Bei diesen Interviews ist es im ersten Schritt darum gegangen, um die Akzeptanz von solchen Sensoren in Türen und Fenstern und wie der Informationsstand momentan schon bei den Kunden ist und wie bereitwillig sie sind, für solche Sensoren zu zahlen und solche Sensoren einzubauen. Mit diesen Sensoren könnten die Kunden von der Janssen beispielsweise die Beanspruchung von ihren Bauteilen messen, die Wartung besser voraussagen oder auch Schäden früher erkennen. Bei den Befragten wäre so ein datenbasiertes Servicesystem Neuland. Wir konnten feststellen, dass es momentan noch nicht verwendet wird, dass aber Bedürfnisse sehr wohl da sind. Und zum anderen ist uns vor allem aufgefallen, dass das Nutzerpotenzial der Metallbauer aufgezeigt werden muss, damit sie die Lösung auch einsetzen und damit sie auch für die Lösung zahlen würden. Die Durchführung und die Auswertung dieser Interviews waren laut dem Coach vorbildlich. Das Team hat die Interviews sehr strukturiert durchgeführt, so waren die auch oder so sind die sehr vergleichbar miteinander. Das hat gute Ergebnisse gegeben, die dann mittels anerkannter wissenschaftlicher Methoden zu Papier gebracht wurden und so belastbare Ergebnisse liefern. Die Firma Janssen wird das Konzept der Studierenden schon bald in der Praxis testen. Basierend auf der Handlungsempfehlung vom Projektteam möchten wir als Firma Janssen einen Schlüsselkunden aussuchen, um das ganze Konzept durchzuspielen. So damit wir den Mehrwert aufzeigen können, als erste Referenz und weitere Kunden können damit gewinnen. Das Projektteam von der Ost ist mit seiner Praxisarbeit für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Managementkonzeption nominiert. Unser Team sollte gewinnen, weil wir tatsächlich ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, das die Firma Janssen umsetzen kann. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Tonhalle St. Gallen mit einem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumbo Kommunikation und Scandola.